keine Ahnung, auf wen das jetzt eine Anspielung sein soll, aber wer würde eher seinem Vater sagen, dass er schwul ist und dich dann verprügeln lassen? Jo Leute, was geht ab? Ich bin am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier vom Kanal, Leute. Heute nochmal eine ganz gediegene Runde. Boah, halt dein Maul, Alter. Wer würde eher zusammen mit Mann Nulz was geben? Ah, bist du dir sicher, dass es Wer würde eher ist? Ins Maul, Mann. Kleine Story am Rande, hab mir gerade Würdest du Fragen rausgesucht. Irgendwann bin ich ja drauf gekommen, dass wir gar kein Würdest du aufnehmen, aber... Hä? Ich hab dir gesagt, dass wir das nicht machen, du Spasti. Hey Mann, das kann jedem passieren, Mann. Nein! Wer würde eher Chaos Freak das Arschloch lecken? Boah, geil! Ich hab eine... Ich hab eine Million Klabusterbären in meinem Arsch. Ganz klar, Manuel, Mann. Und wenn er mir Geld geben würde, dann ja. Ja, Mann. Aber so würde ich halt eher sagen, Manuel. Was? Alles klar, Mann. Nächste Frage ist heftig. Wer würde eher einen Track mit der Legende, mit dem besten Rapper Deutschlands, Apo R.I.D. machen? Hättest du da keinen Bock drauf? Ich meine, Digga, Photoshop war ein Joke. Er war da ja nicht mal hellwach, oder? So, bei Everyday Saturday war der auch schon wieder müde. Aber wenn ich mit dem Track mache, kriegt der vorher ein bisschen Koffein, dann läuft das. Ich mache einen Track mit dem, Alter. Ich mache, ich würde sagen, ich. Sehen wir dann nächste Woche auf Manuels Kanal, ja, wahrscheinlich, oder? Okay, jetzt kommt wieder eine richtig krasse Dagi B-Frage. Was auch sonst. Komm, du bist bereit. Ja, ja, hau raus. Wer würde eher dem anderen 1000 Euro klauen? Geld ist Geld. Nein, das ist so. Junge, Geld klauen ist so richtig mies, so richtig. Keine Ahnung, ich würde niemals jemandem Geld klauen. Obwohl, das ist Geld, locker ich, Mann. Lukas, sei doch nicht Lukas. Alles klar. Oh shit, der nächste. Oh nein. Keine Ahnung, auf wen das jetzt eine Anspielung sein soll, aber wer würde eher seinem Vater sagen, dass er schwul ist und dich dann verprügeln lassen? Die Sache ist, die Leute kennen deinen Vater, sie kennen meinen nicht. Aber ja, meine ich kenne beide und deswegen würde ich sagen Lukas. Hey, klar. Der verprügelt mich ja ohne, dass ich ihm das sage. Passt schon. Der gibt dir auch so einen Push-Kick. Du recht, ne? Bei dem Gesicht würde ich das auch machen. Ja, Junge, warte ab, bis wir uns auf Malle sehen, Mann. Dann fliegen meine Fäuste, Bruder. Ja, in dein eigenes Gesicht. Geil. Okay, so. Ja, habe ich eine Frage. Vielleicht ist es eine Anspielung, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Wer würde eher einen schlechten Rap-Song machen? Ja, also, man kennt Lukas Michael Lelz. Bekannt von mehreren Songs wie Rot-Weiß. Also ist die Frage eindeutig Lukas. Von mehreren Songs und dann nennst du nur einen, du Bastard. Ja, vielleicht hast du ja auch nur den Song Weiß-Rot, ich weiß nicht. Naja, so Rot-Weiß war schon echt ein Welthit. Und deshalb würde ich auch sagen, ich mal eine ganz klare Sache. Hast du da nicht mal Elber? Und steppst du jetzt Maul. In die Nein, ich hab 100 Likes mehr. Jetzt halt dein Maul. Aber du hast dafür 100 Likes mehr. Nice. Schau mal nächsten raus. Und zwar, wer würde eher einen übel extremen Partyurlaub am Timmendorfer Strand machen? So ein Hurne. Die Frage habe ich auch. Lava. Also ich sag mal so, ne? Ey, wir haben noch den Revi-Bonus, oder? Stimmt, der Revi-Bonus. Ich würde aber sagen, Timmendorfer Strand, ne? Das sind die heißen Chicas, Alter. Da laufen die Jutis rum, ne? Sind zwar schon ein bisschen reif, aber kann man sich trotzdem gönnen, oder? Ja, auf alten Pferden lernt man es reiten, ne? Auch wenn die beim Reiten auseinanderbrechen, Alter. Die 80-jährigen, 90-jährigen oder 120-jährigen Grannys da am Timmendorfer Strand. Oh, fuck, Mann. Aber ich würde sagen, Revi.
Wir können ja mal ganz kurz dazu erklären, wir waren, boah, das ist schon voll lange her, ne, 2 Jahre schon. Alter, krass. Ja, wir waren vor 2 Jahren im Urlaub, zusammen mit Ravenside, Manuel und mir. Und Revi meinte so, ja, ich kenne so voll den krassen Ort, wo man gut feiern gehen kann und so. Ja, Leute, sind wir zum Timmendorfer Strand gefahren. Viele sollten ja wahrscheinlich sowieso schon kennen. Das ist einfach ein fucking Kurort für Senioren. War auf jeden Fall cool. Alter, ne, dieser Urlaub war teurer als mein ganzes Leben. Ja, Mann, der war so teuer. Waren wir 4 Tage da? 4 Tage? Ja. Ich habe für 4 Tage mehr ausgegeben als für eine Woche Ibiza. Ich auch. Nein, aber ich hatte weniger Spaß. Obwohl, kennst du den Sheriff noch? Ja, Mann, das muss ich gerade auch denken. Müssen wir irgendwann mal eine Real-Life-Story zu raushauen, ohne Scheiß. Okay, dann gönn dir noch einen letzten, oder? Wer würde eher in der Öffentlichkeit seinen Penis zeigen? Du locker, Alter. Warum denn? Nee. Ja, okay, ich. Ey, easy, Mann. Ich trau dir das so voll zu, einfach durch Köln zu gehen und lass baumeln, Alter. Fuck, okay, ich hau noch eine allerletzte Frage raus, Leute. Wer würde eher eine Thai-Massage mit Happy End geben? Aber bei einem Typen, muss man auch dazu sagen. Ja, aber ist ja nur Homo, oder? Weil nur der Gefickte ist ja schwul. Ja, und dadurch, dass ich den mit meinen Händen dann ficke. Boah, aber warte, ist eine Thai-Massage auch mit mehr? Also ja, geht's dann auch schon Pimmel in Loch? Ja, mit Happy End schon, also ist ja... Ja, aber geht das nicht nur, dass ich den mit meinen Händen zum Happy End bekomme, weil man nämlich auch der flinke Fuchs. Ja gut, also ich merke schon, du hast Erfahrung damit, deswegen... Würde ich eins soll ich sagen, Lukas Michelin jetzt. Ja, wahrscheinlich. Halt's mal mit deinem Lukas Michelin. Grüße gehen raus an, du weißt schon wen. Ja. Oh, fuck, Leute. Naja, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Manuels Kanal vorbei. Da gibt's auch eine neue Folge. Keiner weiß, wann die online kommt, aber die werden noch kommen, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein und tschö mit Öl oder so. Genau.